Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal. Beim letzten Mal haben wir die finale Testkammer überwunden und dann sollten wir verbrannt werden und sind deshalb eiskalt in die hintersten Ecken des Aperture Science Gebäudes geflohen und versuchen jetzt irgendwie einen Weg aus der ganzen Schlamassel, aus dem ganzen Schlamassel hier rauszufinden. Zuletzt haben wir da unten diese wunderbaren Schilder gefunden, die uns sagen, dass wir hier irgendwie entkommen sollen. Und genau das versuchen wir gerade. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, das ist die richtige Richtung, in der ich laufe. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand, der zuhört. Okay, da ist ein Loch drin. Wir werden einfach mal mit den Test-Cubes mitgeschickt. Da wird einem ja schwindelig hier drin. Okay. Plop. Okay, wenn du mir sagst, wo ich zurückkomme, gerne. Ich will ja meinen Kuchen haben. Natürlich vertraue ich der Stimme immer noch, dass sie mir irgendwann einen Kuchen gibt. Dann warum sollte sie lügen? Das ist ein Kuchen. Hast du gerade mal einen Würfel für mich? Ich meine, ich weiß, dass ich einfach durch die Gegend teleportieren kann, aber hey. Man kann ja mal nochmal nach den üblichen Lösungsmethoden fragen. So, hast du oder hast du nicht? Mein Aufzug ist irgendwie nicht so ganz da. Ja, da kann man Teleport hinschießen. Also nur noch irgendwie, aha, mit dem Crouch kommen wir hier durch. Alles nicht so einfach. Aha, da wird mir eine Treppe gebaut. Oder so. Das tut mir irgendwie nichts, ne? Schade aber auch. Okay, mal hier durchcrouchen. Mal schauen wir mal, was wir hier hinten noch so alles Schönes finden können. Ah, das ist buchstäblich die Ecke, in der ich gerade war. Ist mir nicht aufgefallen. Und davon sollten wir wahrscheinlich besser nicht zerquetscht werden. Da kann ich nicht mal einen Teleport hinsetzen. Anscheinend, ich muss irgendwie hier oben rauskommen, glaube ich. Ach, dafür waren die Dinge hier vorne da. Wissen, weil der Herr, der sich hier hinten drin war. Ah ja, dafür musste man das Ding da hinsetzen. Und dann zack, kann man hier raus und dann kann man sich gleich hier oben drauf stellen. Zack, und jetzt kommen wir auch hier vorne rüber. Aha. Ist doch alles gar nicht so schwierig. Und dann können wir, zack, dann Teleportal hinsetzen. Danke. Wir können aufhören zu crouchen. Ist alles nicht mehr so eng. Und dann, wupp, sind wir mal wieder irgendwo. Denn irgendwie sind wir in letzter Zeit immer nur noch irgendwo. Okay, da sind wir gerade eben rausgekommen. Ich müsste irgendwie mal da oben hoch. Glaube ich. Ja, zu mehr Rotlicht und vor allem zu mehr Ladestellen. Danke. Danke, dass du geladen hast. Na, ich glaube noch, dass es die richtige Richtung ist. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss, aber. Oh. Geht ja einfach kaputt. Frech. Okay, Ausgang da oben hoch.
Dann schauen wir mal, wo uns das hier hinbringt. Zu einer Tür mit einem Nummerncode. Ich hasse Türen mit Nummerncodes. Türen mit Nummerncodes sind immer doof. So, man braucht an der Decke zerquetscht, wenn man sich da einfach so draufstellt. Ich glaube, wir müssen da oben rein. Und dann müssen wir, glaube ich, da hinspringen. Zack. Und jetzt sind wir hier. Mehr rote Stellen. Hilfe. The cake is a lie. Ja, leider. Sieht ganz so aus, als wären wir belogen worden, was den Kuchen angeht. Ich will immer noch meinen Kuchen haben. Dann müssen wir da hoch. Anscheinend müssen wir da hoch. Wie kommen wir da am dümmsten hoch? Weiß auch keiner, ne? Okay. Der Kuchen ist weiterhin eine Lüge. Okay, wir sind ja schon mal hier hochgekommen, was nicht unbedingt geholfen hat. Ich sag, die Teile gehen nicht hoch genug. Aber wir können die ganzen Treppen kaputt machen. Das bringt uns leider nichts, das so zu tun. Irgendwie müssen wir noch da hochkommen. Jetzt seht ihr, wie ich live versuche, irgendwelche Puzzle zu lösen. Ja, wie gesagt, von da aus kommen wir nicht einfach so da hoch. Wir können hier nicht wirklich irgendwie eine Geschwindigkeitsaufbewahrungssache machen, glaube ich. Und selbst wenn, können wir da oben kein Portal hinsetzen. Das heißt, wir würden, glaube ich, sowieso nicht darüber geschossen kommen. Selbst wenn wir es hinkriegen würden. Denn die Aussichtsplattformen, die man hier so außen hat, müssen ja eigentlich irgendwie eine Bewandtnis haben. Sollte man meinen. Dass wir von hier aus die Sache betrachten können, muss ja eigentlich irgendeine Bewandtnis haben. Würde man behaupten wollen. Da unten ist nur Giftbrühe drin. Die hilft uns auch nicht. Wir können noch mehr Treppen kaputt machen. Das hilft immer. Und das war jetzt so auch nicht geplant. Ich habe nicht gedacht, dass man auf diesem Vorsprung stehen kann. Aber es geht anscheinend. Okay, da kann schon mal kein Portal hin. Hier können wir brav Portale hinsetzen, wenn wir das wollen. Wie gesagt, wir müssen irgendwie da hoch. Anscheinend. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Wie kommen wir da am besten hin? Kann man da... Da kann man Portale hinsetzen, okay. Aber inwieweit hilft uns das? Nach da unten können wir keine hinsetzen. Um für Momentum zu sorgen. So können wir zumindest schon mal auf so einen Teil drauf, um irgendwie nochmal einen Überblick zu verschaffen, ohne dass wir zerquetscht werden. Das ist vielleicht das Ziel. Und so geht es natürlich auch. Ich würde sagen, wir müssen aber bestimmt irgendwie erstmal nur schauen können, was hier oben eigentlich ist. Gut, das hat funktioniert. Dann gehen wir halt mal weiterschauen. Was finden wir noch tiefer in den Eingeweiden dieses Gebäudes? Mehr Maschendrahtzaun. Ja, das war ganz toll, Gladys. Upsala. Ich will immer noch nicht zerquetscht werden, nach Möglichkeit. So, Ausgang ist da oben. Angeblich anscheinend müssen wir mal wieder uns auf eine andere Seite rüber teleportieren lassen. Also, mal wieder ordentlich Schwung nehmen.
Das war zu viel Schwung für das Spiel. Das musste das kurz erstmal verarbeiten. Mit wie viel Schwung ist er gerade in diese Wand reingehauen? Wir werden es herausfinden. An diesen ganzen Puppen vorbei. Nein, ich werde nicht zum Testbereich zurückgehen. Tut mir leid. Den finde ich nicht mehr so interessant. Okay, wo setzen wir hier am besten unser Portal hin? Oh, so schwer zu sehen. Da scheine ich ganz gut zu sein. So, also die Frage, wo geht's hier eigentlich weiter? Das ist wirklich eine gute Frage. Wo geht's hier eigentlich weiter? Autsch. Ich bin von irgendwas zerquetscht worden. Dabei habe ich das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich durch Sachen durchgefallen sei. Okay. Also, sagt over here. Ist die Frage, wo genau ist das, was er mich sehen lassen möchte? Ich sehe da oben kein Loch in dem Zaun. Oder ist da oben ein Loch in dem Zaun? Ich sehe da kein Loch in dem Zaun. Aber gut, schauen wir mal. Dadurch kommen wir immer noch nur hier oben rauf. Da oben können wir nicht rein teleportieren. Da ist überall Zaun. Da oben kommen wir auch nicht drauf. Kämen theoretisch noch da oben drauf. Und jetzt können wir. Aha. Darüber. So. Danke, Loch im Boden, du hast mir viel geholfen. Hier haben wir mehr Dinger. Anscheinend müssen wir hier lang. Oder da lang. Schwer zu sagen. Anscheinend müssen wir da vorne runter, wahrscheinlich. Aber erstmal können wir hier noch die Gegend uns anschauen. Scheint aber auch nicht mehr wirklich irgendwas zu sein. Okay, dann wollen wir anscheinend hier runter. Und dann wahrscheinlich hier runter. Gut, dass hier schon überall steht, wo es eigentlich zum Ausgang geht. Nö. Ich möchte nicht zurückkommen. Tut mir leid. Kann ich hier oben irgendwo was sehen, wo ich hin teleportieren kann? Ansonsten sehe ich nämlich immer nur die Ecke da. Gut. Das war auch Ziel der Sache, dass ich das sehen konnte. Okay. Dann sind wir anscheinend darunter. Durch die Tür komme ich ja auch nicht. Also muss nochmal eben laden. Spiel wieder schwer beschäftigt mit Aufladen. Dankeschön. So, können wir hier rein. Können hier noch mehr Computer mitnehmen. Können noch mal einen Schrei nach Hilfe suchen. Ich hätte eigentlich vor, einen Computer zu nehmen. Da ein paar Sachen kaputt zu machen. Ja, da kann ich nicht mit Funken plötzlich alles anzünden. Wäre aber cool gewesen. Okay, also geht es anscheinend hier vorne weiter. Sagen, ich traue dem Braten nicht so recht. Autsch. Okay, was habe ich da jetzt umgebracht? Geht's plötzlich Fallschaden? Nö, nicht so wirklich, ne? So, dann sind wir hier. So, erfolgreich
die Viecher alle umgelegt. Ja, schön, dass ihr uns nochmal drei von den Viechern entgegengeschickt hat. Ah, da oben soll es lang gehen. Können wir uns hier irgendwie reinhängen? Oder können wir irgendwie sehen, wo wir lang schießen können? Ja, tatsächlich konnte man da hinschießen. Das sah nicht wirklich so aus. Ja, ich höre dich. Ich ignoriere dich aber. Irgendwo muss ich doch langkommen können. Es scheint nicht so ganz zu funktionieren, wie soll. Armes Geschütz. So, und du Radio, ne? Ist nicht mehr kaputt gegangen dabei. Frech. Können wir die... Danke. Ding aus dem Weg gehen. Ah, da sind wir hergekommen. Okay. Ja, dann müssen wir anscheinend da oben lang. Dann war ja gut, dass ich mich hier rüber teleportiert habe, wenn ich sowieso schon quasi in der richtigen Ecke war. War dann ja richtig sinnvoll und so. Und hier rüber. Okay. So, dann nicht als nächstes hier vorne lang anscheinend. Dann crouchen wir hier einmal durch. Finden hier noch mehr Geschütze. Und das darf sich mal wieder ein bisschen entladen. Danke, dass du mir verzeihst. Ist danke. Hm? Ist nett, dass du mir verzeihst. Gutes Geschütz. Hier sind wir anscheinend da hoch. Haben hier aber erstmal noch einen kleinen, sicheren Raum. Sicher in großen Anführungszeichen. Mit weiteren manischen Schriftzeichen an der Wand. Und mehr Warnungen, dass der Kuchen nicht echt ist. Und ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle erstmal noch eine kleine Pause hier, wo wir so halbwegs zumindest sicher sind. Können wir uns einfach hier hinter verstecken und dann haben wir hier Spiegelungen von Räumen, in denen wir definitiv nicht drin sind. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin hier durch die hintersten Hinterräume durchschleichen und immer noch versuchen, aus diesem ganzen Gebäude zu entkommen. Bis dahin. Aloha.